Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit, eine Review. Dieses Mal geht es um den Film Maniac. Oh Junge, worum geht es denn überhaupt in dem Film? Frank ist ein tief gestörter Mann, der von seinem Kindheitstrauma gejagt wird. Wenn diese entsetzlichen Erinnerungen in ihm anfangen zu schreien, beginnt Frank durch New York zu streifen, um unschuldige Frauen aufzulauern und sie abzuschlachten. So, und jetzt nochmal ohne abzulesen. Frank hatte ein Kindheitstrauma. Seine Mutter ist früh gestorben und das nimmt ihn dann immer noch mit. So, und jetzt tut er jede Frau, die schön aussieht und ihn an seine Mutter erinnert, töten. Indem er immer solche Sachen sagt, zum Beispiel war es bei der einen so, du gehörst mir, ich werde dich niemals mehr gehen lassen. Und dann tötet er sie. What the fuck? Das macht nicht so wirklich Sinn. Aber so sind nun mal geistige Leute. Ich kann schon mal eins sagen, das Ende, wenn Frank seinen Kopf verliert, sage ich mal, was übrigens auf dieser Blu-ray hier gespoilert wird. Dankeschön dafür, Sony. Ich finde das extremst geil, wie diese Puppen, die er macht, zu den Frauen wird und dann ihn anfangen, übelst zu töten. Ich meine, Arm ab, Kopf ab, in die Brust gestochen. Jesus Christ. Aber kommen wir erstmal zu ein bisschen Hintergrundinformation. Das Budget des Films war 350.000 US-Dollar, also ein Low-Budget-Film. Ja, hatte aber ein Einspielergebnis allein in den USA von 6 Millionen US-Dollar. Das ist schon deutlich über das Budget. Der Film selber ist von William Lustig. Ich habe auch schon zu meiner Freundin gesagt, ich habe ja mit ihr zusammen den Film gesehen. Ich habe schon zu ihr gesagt, ich finde das irgendwie ironisch, dass jemand mit dem Nachnamen Lustig so einen Film macht. What the fuck? Ja, die Effekte in den Film sind von Tom Savini. Er selber taucht auch nochmal in den Film auf. Das ist der junge Mann, der dessen Kopf mit einer Schrotflinte zerschossen wird. Ja, der Film selber ist übrigens von 1980, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und 1981 hat er einen Saturn Award bekommen für für bester Low-Budget-Film. Finde ich sehr cool. Hat er auch verdient, meiner Meinung nach, weil er ist wirklich nicht schlecht, auch wenn ich so meine Probleme mit dem Film hatte, aber dazu kommen wir noch. Der Film war übrigens der erste Film, der in Deutschland beschlagnahmt wurde, was ich auch sehr interessant finde. Guckt man sich den Film an, weiß man aber auch warum. Und ich habe auch schon zu meiner Freundin spaßeshalber gesagt, warum hat denn der Film keine FSK 16, wenn Tanz der Teufel auch schon eine FSK 16 hat? Ja. So, ich merke gerade, dass die Heizung hier richtig durchknallt. Ich muss die mal kurz ausmachen. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. So, kommen wir zu den Sachen, die mir erstmal gefallen haben. Das Schauspiel war sehr gut. Ich habe Frank abgekauft, dass er wirklich Probleme hat. Ich habe den Frauen abgekauft, dass sie teilweise Panik hatten, auch wenn das manchmal sehr komisch war, aber zu dieser einen Szene komme ich noch. Dann, die Synchro war okay für einen Film aus den 80er Jahren und auch noch Low Budget, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wird die Synchro so ein, okay, aber die hat mich wirklich positiv überzeugt, muss ich schon sagen, hat mich gut überzeugt. Die Effekte in den Filmen sehen heute noch gut aus, auch wenn meine Freundin gesagt hat, das sieht aus wie Tomatensauce, wenn dieser einen Frau, die Prostituierte, da diese Kopfhaut abgeschnitten wird, das zeige ich euch mal hier. Da hat sie zu mir gesagt, das sieht aus wie Tomatensauce, die runterläuft. Na gut, kann man von halten, was man will. Und wenn das eben so ist, Hauptsache Blut. Ja, der Film selber hat auch Jumpscares. Ich und meine Freundin haben uns öfters erschrocken. Ich habe mich zweimal erschrocken, sie nur einmal. Beim ersten Mal habe ich mich erschrocken. Das war bei der Toilettenzelle, die ich ansprechen wollte. Und zwar wird eine Frau in die Toilette gejagt. Und wie soll ich sagen? Frank guckt natürlich in die Toiletten. Aber natürlich nicht in die letzte Toilette, weil da ist ja die Frau drin, deswegen guckt er da nicht rein. Nein, er haut natürlich dann direkt ab. Während die Frau dann, zumindest habe ich gedacht, sie weint, dann sah es aber so aus, als würde sie lachen, aber I don't get it, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ging sie dann zum Waschbecken, hat sich ein bisschen Wasser ins Augen und so gemacht und so, um sich zu beruhigen. Und auf einmal stand Frank hinter ihr und hat sie erstmal schön durchstochen und ich habe mich erschrocken, obwohl jeder normale Horrorfan oder Filmfan hat es mit Sicherheit kommen sehen, dass er da ist. Die haben mit Sicherheit schon gesagt, okay, er hat da nicht reingeguckt, er wird sowas von nicht aus der Toilette rausgegangen sein. Und diesen Gedanken hatte ich auch und meine Freundin ja auch. Sie hat es ja auch noch gesagt, als ob der jetzt rausgegangen ist. Trotzdem habe ich mich erschrocken. Warum? Weil dieser Jumpscare ist nicht da, weil er plötzlich da steht, sondern wegen dem Sound, weil der laut ist. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, ich gucke meine Filme über ein Soundsystem.
Und wenn das schon laut ist und dann kommt dieses Geräusch und alles, dann zuckt man schon zusammen. Ja, und den zweiten Jumpscare hatten wir, da war er in der. Das muss ich mal erklären kurz. Das muss ich jetzt mal erklären, weil das war so eine Szene, die. Wie soll ich sagen, die hat mich schon ein bisschen verwirrt. Ich will euch jetzt den Film nicht kaputt machen, aber ich bin mal ein Filmkritiker oder versuche meistens Filme zu kritisieren oder ne, zu reviewen, besser gesagt. Und da muss ich das nun mal auch ansprechen. Was ich dazu sagen möchte und auch sagen kann, ist, why? Also, passen wir auf. Wir haben eine Fotografin, nämlich die Anne, glaube ich, hieß sie, oder? Das müsste hier hinten dort bestimmt drauf. Genau, Anne. Erst einmal ist sie Fotografin. Fotografiert Frank, fotografiert da, fotografiert da. Lässt ihre Handtasche aber so weit von sich wegstehen, wo meine Freundin schon gesagt hat, das würde keine Frau in echt machen. Dann geht Frank dahin, weil er muss ja natürlich die Adresse von ihr haben. Also steht die Adresse natürlich auf der Handtasche drauf. Wer hätte das gedacht? Und ja, wie gesagt, die einzige Tätigkeit, die ich verstehe, ist, warum lässt du die Handtasche da stehen? Ich weiß, hat jemand ein Drehbuch geschrieben. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Würdet ihr so weit von eurer Handtasche weggehen? Jetzt mal Real Talk. Scheißegal, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Also gut, als Mann hast du jetzt keine Handtasche, aber sagen wir mal einen Rucksack oder so. Würdest du da so weit von weggehen? Als Frau würdest du so weit von deiner Handtasche weggehen? Und vor allem, wenn da jemand ist, der schon, ich sag mal, gruselig aussieht, ich meine, guckt euch mal Frank an. What the fuck is this? Wenn der nachts auf mich zukommen würde, ich würde anders einen Kürtel in der Hose haben. Aber auf jeden Fall, warum juckt es sie nicht? Ich meine, sie muss es ja gesehen haben, dass er an der Tasche rumfummelt und an der Adresse, weil, hä? Und vor allem das Lustige ist ja, dann steht Frank vor ihrer Haustür. Und das ist ihr scheißegal. Sie weiß nicht mal, woher er die Adresse hat. Das ist ihr egal. Das ist ihr einfach scheißegal. Und dann lässt sie ihn auch noch rein. Einen wildfremden Mann in die Wohnung lassen. Naja, mache ich doch auch immer. Wildfremde Leute in meine Wohnung lassen. Passiert schon nichts. So, dann kommen wir zu der Szene mit dem Jumpscare. Die erkläre ich. Und zwar ist es eine. Also, Anne ist Fotografin, wie schon gesagt. Und die hat auch so ein Studio, wo sie ein paar Fotomodels fotografiert. Und dann kamen wir schon zu einer Szene, die mich sehr verwirrt hat. Nämlich hat sie so eine Kette um. Und diese Kette ist laut ihrer Aussage ein Erbstück ihrer Mutter. Und sie möchte die Kette nicht ablegen. Anne sagt aber, leg die Kette bitte ab, das passt nicht so zum Kleid. Ich mag die Kette auch, aber es passt nicht. Also legt sie die Kette ab, legt sie auf den Spiegel und macht weiter. So, Frank klaut die Kette und haut ab. Dann kommt die Frau wieder so nach Hause. Und ihr ist scheißegal, dass die Kette weg ist. Und ich habe gesagt zu meiner Freundin, ich verstehe es nicht, weshalb man erst so ein Theater macht, wegen der Kette und dann auf einmal ist ihr die scheißegal. Ich meine, du hattest vorher die ganze Zeit eine Kette rum. Eine ganze Zeit. Dann legst du sie ab und dann hast du sie nicht vermisst. Also, hä? Das ist wirklich totaler Blödsinn. Also ich hätte das abgekauft, wenn es so gemacht hätte. Man sieht noch einen Blick in den Fotostudio. Die Szene ist meiner Meinung nach sowieso zu lang. Die hätte man ein bisschen kürzen können. Aber wenn man schon so eine lange Fotoszene hat, hätte man die immerhin noch so schneiden können, dass sie dann zum Schluss noch die Kette sucht, traurig nach Hause geht, Frank dann kommt und ihr die Kette gibt. So wäre es noch besser gewesen. Aber nicht einfach so mit, oh, ich habe einen Erbstück meiner Mutter. Ist mir scheißegal, dass es weg ist. Oh, warte mal. Da steht ein wildfremder Mann vor meiner Tür. Wo hat er überhaupt eine Adresse? Aber Moment mal, er hat die Kette meiner Mutter. Aber ich habe die doch noch gar nicht vermisst. What the fuck? Da frage ich mich wieder, wie scheißegal war die eigentlich deine Mutter, wenn du es vergisst, dass du deine Kette nicht dabei hast? Naja, dann kommen wir zu ein paar Szenen, die ich nicht mochte, und zwar die Würgeszene, nämlich die Prostituierte, die er da kalt macht, relativ am Anfang des Films. Da hat man extremst gesehen, dass es zwei unterschiedliche Schauspielerinnen waren und das hat mir nicht so gut gefallen. Das ist, wenn ihr den Film anguckt, dann achtet drauf, das seht ihr immer am Gesicht, dass es sich ab und zu immer ändert. Ab und zu hat sie dann ein Doppelkinn, dann wieder nicht. Ab und zu hat sie dann so ein paar Falten im Gesicht und ein bisschen Schminke. Ab und zu dann wieder nicht. Dann ist es wieder ein komplett anderes Gesicht und alles. Und ich weiß nicht, warum man in dieser Szene nicht eine einzige Schauspielerin genommen hat, sondern zwei unterschiedliche, aber es hat mir nicht so gefallen, weil es ein bisschen von der Szene eigentlich abgelenkt hat, weil es ist ja im Grunde genommen eine ernstzunehmende Szene, weil da ist ein geistesgestörter Mann, der gerade eine Frau tötet. Aber wie versucht man denn die Szene in sich reinzulassen, wenn sich ständig die Gesichter ändern? Ja. Und dann gibt es diese Logiklücken, wie ich ja eben schon gesagt habe, mit der Kette oder auch mit Frank. Woher hat er überhaupt die Adresse oder mit der Handtasche oder sonst was?
Aber ich muss sagen, es gibt noch eine coole Szene. Ach ja, und übrigens die Jumpscare-Szene, das ist die, wo Frank dann in der Wohnung von der einen Frau war mit der Kette. Da, wo Frank dann aus dem Raum rausgeschossen kommt und die Frau umtackelt. Da haben wir beide uns erschrocken. So. Was mir auch gefallen hat, ist, Frank und Anne sind auf dem Friedhof. So. Frank versucht dann Anne anzugreifen, Anne kann aber sich wehren und flüchtet dann, während Frank dann mit seinem verletzten Arm zu dem Grab seiner Mutter geht, sich darüber beugt und anfängt, einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Und dann gab es auch noch eine geile Szene, und zwar kam dann die Mutter nach oben geschossen als vermoderte Leiche, als Zombie sage ich jetzt mal, und hat versucht, Frank mit nach unten zu ziehen. Zumindest sah das für mich so aus, kann auch was anderes gewesen sein, aber für mich sah es so aus, als hätte er ihn runtergezogen, oder sie, als hätte sie ihn versucht runterzuziehen, so jetzt habe ich es. Und ich fand das so genial gemacht. Also das war wirklich geil. Und wie gesagt, die Szene, die ich auch gut fand, war das mit den Puppen, dass die plötzlich lebendig werden zu den Opfern, die er getötet hat. Und die töten dann ihn. Und wenn dann die Polizei kommt und in sein Haus reingeht und man sieht aber, dass Frank sich selber getötet hat, also sprich, er hat ein Messer im Bauch und seine Hand ist ja noch an dem Messer und der Kopf und alles ist noch dran. Und dann, ey, das ist so genial gemacht. Das muss ich dir für wirklich positiv ankreiden, dass er mit uns Zuschauern auch spielen kann, weil man denkt, okay, er wurde jetzt so bestialisch getötet, dann sieht man aber einen Übergang und dann liegt er da einfach nur im Bett mit einem Messer im Bauch. Ey, das ist genial gemacht, wie der Film mit uns spielt. Oder mit der Mutter, das sah so echt aus, dass diese Mutter da jetzt auftaucht, aber stattdessen hat man dann aber noch später gesehen, dass es einfach nur eine Hallunisation war. Ey, das ist krank. Nichtsdestotrotz kriegt der Film gute 7 von 10. Für eine 8 von 10 hat es leider noch nicht so gereicht. Da haben mir diese gewissen 10 ein bisschen mehr zugesetzt, also mehr zum Nachdenken gebracht. Muss ich schon leider zugeben. Aber die 7 von 10 ist wirklich eine gute 7 von 10. Eine wirklich sehr gute. Okay, sagen wir mal 7,5 von 10 Punkten kriegt er von mir. Oder? Weil der Film hat mir wirklich gut gefallen. Hat auch ein paar Lacher-Momenten, wenn zum Beispiel Frank da so stand. Und dann musste ich schon lachen. Ja, also wie gesagt, eine 7,5 von 10 Punkten. Trotzdem kann ich den Film euch weiterempfehlen, aber, ihr müsst aufpassen. Also wenn ihr, ich sag's mal so, einen sehr empfindlichen Magen habt, wird der Film nichts für euch sein, weil, ich sag's mal so, es gibt einen Grund, warum dieser Film beschlagnahmt wurde. Und diesen Grund seht ihr, wenn ihr den Film ansieht, weil der Film ist wirklich nicht ganz ohne. Ja, gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, haut rein und ciao.